Herzlich willkommen zu Part 22 von Let's Play, die Sims 4 Teen Rex to Riches Challenge. Wir sind hier zurück bei unserer lieben Katie. Und Katie ist nicht mehr alleine. Katie hat jetzt ein kleines Baby. Im letzten Part ist unsere kleine süße Malia geboren. Und ich bin sehr, sehr froh, dass die kleine Malia in unser Leben getreten ist. Ganz ehrlich, ich glaube, das ist das Richtige für Katie. Und sie wird das richtig genießen. Vielleicht wird es auch ab und an mal stressig werden. Hallo, Amaya, was geht ab in the club? Ja, ich bin auf jeden Fall sehr froh. Aber bevor wir diesen Part beginnen, fangen wir mit etwas anderem sehr Freudigen an. Und zwar ist meine neue Merch-Kollektion endlich am Start. Ihr habt ja alle sehr lange darauf gewartet und ich habe es lange herausgezögert. Aber jetzt ist sie endlich da. Der Pulli ist auch aus der neuen Kollektion. Also ähnlich wie der alte, nur dass es jetzt in weiß gestickt ist. Und ich finde das so, so geil und so schön winterlich. Und ich liebe es. Es gibt auch noch andere Farben. Und dann gibt es noch ein anderes neues Motiv. Es gibt auch wieder ein Mauspad. Das haben sich viele zurückgewünscht. Ich habe es alles natürlich ganz zufällig hinter mir hängen. Das haben sich ganz viele zurückgewünscht. Und dann gibt es noch dieses Motiv neu. Das hat einfach dann hier so dieses Unendlichkeitszeichen eingestickt in blau-weiß. Das sieht man jetzt nicht so gut auf der Kamera. Ist aber mega, mega schön. Und dann gibt es das gleiche auch noch mit Pink, weil ich bin jetzt persönlich nicht so ein Pink-Mensch, aber ich weiß, dass viele von euch Pink mögen. Deswegen haben wir das gleiche dann auch in Pink gemacht. Das finde ich auch richtig cool. Und die ganzen Sachen gibt es halt auch auf verschiedenen Oberteilen. Es gibt zum Beispiel diesen Schriftzug auf diesem Pulli, aber den gibt es auch als T-Shirt, also dass es dann auf dem T-Shirt gestickt ist oder auf dem Rucksack und ja, noch viele andere Dinge. Also ihr solltet einfach mal im Shop vorbeischauen, da seht ihr dann alles. Und das hier ist auch noch ein neues Motiv. Das ist eben quasi das Äquivalent zu dem Flower-Motiv von der letzten Kollektion. Jetzt haben wir eben so Schnee oder Eisflocken und ich finde das richtig, richtig cool. Das gibt es auch in verschiedenen Farben und ja, es gibt noch viel mehr, also guckt einfach mal im Shop vorbei und wenn ihr bestellt, dann bekommt ihr sogar auch noch eine Autogrammkarte dazu, wo ich noch Frohe Weihnachten drauf geschrieben habe und das sind die allerletzten Autogrammkarten dieser Art, weil jetzt sind endlich alle weg. Ich bin sehr froh, dass ich jetzt bald neue Autogrammkarten bestellen kann und dann gibt es neu. Aber wenn ihr noch eine von denen bekommen wollt, dann müsst ihr jetzt was im Shop bestellen, dann bekommt ihr das. Falls ihr was davon bekommt oder euch schon vorher holt oder so, schickt mir unbedingt Fotos. Darüber freue ich mich immer sehr. Und jetzt haben wir genug Werbung gemacht. Ich räume jetzt hier nochmal ein bisschen auf. Legen wir das mal zur Seite. Wie gesagt, das reicht dann jetzt auch. Wir sind jetzt hier im Gameplay wieder angekommen. Vor euch sehen wir die zuckersüße Malia. Ich freue mich so sehr, dass sie da ist. Und Katie ist auch schon wach. Wir haben 5.41 Uhr. Sie ist tatsächlich nicht aufgewacht wegen ihres Kindes, sondern weil sie pinkeln muss. Amazing. Und sie ist in eine Phase eingetreten, dass sie fies zu anderen Menschen ist. Super. Das ist natürlich toll, wenn man gerade ein Kind geboren hat. Das Kind schreit auch vielleicht, weiß nicht, lieben wir sie ein bisschen und reden ein bisschen mit ihr. Ich möchte heute auf jeden Fall auch den Freunden das Kind zeigen, also Ethan und Marisol und ja, vielleicht auch Kate, vielleicht interessiert sie das auch. Können theoretisch auch mal Monika nochmal einladen, mit ihr hatten wir, ah nee, das ist nicht die, die ich meine. Samira, meine ich. Die Mama von Marisol, weil sie hat sich auch immer gut um uns gekümmert. Und die haben wir lange nicht mehr gesehen. Deswegen wäre das doch vielleicht eine ganz coole Sache. So, sie braucht dringend eine Dusche. Dann sollten wir vielleicht nochmal duschen gehen. Ich habe wieder den Slice of Life Mod installiert. Und deswegen hat sie jetzt auch wieder ihre Periode. Erste Periode ist nicht ganz wahr, denn dann hättest du nicht schon ein Kind hier zu Hause liegen. Aber ja, also nicht wundern, weswegen das da ist und ich manchmal so neue Benachrichtigungen oder so bekomme. Das liegt am Slice of Life Mod. Der hat auch noch ein paar Updates bekommen, die ich noch nicht kenne. Deswegen bin ich sehr gespannt. Malia und Katie sind soeben gute Freunde geworden. Yay! Falls ihr euch übrigens fragt, warum bei mir immer nur so Beine hier so hängen, das liegt an diesem Mod, dass man das Baby in jede Crib platzieren kann. Das Kind schreit schon wieder! Aber wie gesagt, Katie wird die beste Mutter werden, die es nur geben kann. Das fandet ihr auch alle ziemlich cool. Und ihr habt euch tatsächlich alle sehr darüber gefreut, dass Katie jetzt diesen neuen Schritt gewagt hat. Ein paar haben auch gefragt, ob Jace jetzt einziehen wird und wie das weitergehen wird. Aber ich finde nicht, dass er einziehen sollte. Vor allem glaube ich auch nicht, dass sein Vater das zulassen würde. Ich glaube, sein Vater würde wollen, dass er sich trotzdem noch auf die Schule konzentriert. Ich weiß auch gar nicht, ob sein Vater das schon weiß, dass Jace ein Kind bekommen hat. Das ist auch, glaube ich, nicht Katies Problem, sondern das sollte Jace selber abklären. Ich habe hier Alterung ausgestellt. Das habe ich ganz vergessen. Okay, sie ist gestern Donnerstag geboren. Das heißt, wir lassen sie einfach morgen am letzten Herbsttag zum Kleinkind werden. Und da scheint doch die Sonne. Das ist doch toll. Da freuen wir uns doch. So, was machst du? Robert, no! Du kannst doch nicht einfach zur Schule gehen, bist du Banane. Wie kommst du auf so eine Idee? Du musst arbeiten hier. Du musst deine Pflanzen verkaufen. Dein Kind ist hoffentlich jetzt zufrieden. Ja, es liegt mal einigermaßen zufrieden hier in ihrer Crib. Und genießt ihr Life. Aber Katie muss natürlich trotzdem dafür sorgen, dass sie Geld bekommt. Sie hat das Bedürfnis zu stehlen. Ja, das tut mir leid. Wir haben echt lange nicht mehr gestohlen. Ne? Oh, sie ist hungrig. Ups. Da sind voll viele Päckchen.
Ja, komm, wir nehmen die einfach. Das ist ja nicht gecheatet. Das ist ja... Das hat uns der liebe Zwergengott ja geschenkt. Würde ich mal so behaupten. Also ich finde nicht, dass das Cheaten ist. So, aber Katie, du musst dich auch nochmal ganz kurz hier um deine Bienen kümmern, weil sonst sind die wieder abgefuckt und greifen dich an, während du dich um die Pflanzen kümmerst. Katie wird angerufen. Oh, ja, vom Direktor bestimmt. Deswegen gehen wir lieber nicht dran, weil, wie sollen wir das erklären? Ja, sorry, Bro, wir haben gestern ein Kind bekommen. Okay, wir werden jetzt mal hier versuchen, das Radio zu reparieren. Ich hoffe, dass sie dabei nicht stirbt, weil das wäre äußerst traurig. Guck mal bitte, wie glücklich Katie ist. Daran sieht man einfach, dass es für sie gar nicht schlimm ist, dass sie jetzt ein Kind bekommen hat. Vielleicht war das so ein bisschen sogar ihre Bestimmung. Ich meine, schaut sie euch an. Wann war sie das letzte Mal so glücklich? Sie ist in einer glücklichen Beziehung, sie hat ein gesundes Baby, sie hat ein schönes Dach über dem Kopf. Besser geht's doch gar nicht, oder? Also wirklich, ich bin immer noch so stolz auf sie, dass sie sich das hier so selber erarbeitet hat. Wisst ihr, was ich cool fände, wenn wir hier mal so eine Art Zaun jetzt drum machen würden? Weil wir haben jetzt so viel Geld. Katie hat so viel Geld gespart. Ich mache jetzt das ganze Grundstück. Damit das ganze Grundstück, also damit die Leute auch mal verstehen, dass es zu mir gehört. Weil die Leute ja immer meinen, sie müssen mir einen Besuch abstatten und kommen einfach auf mein Grundstück. And I don't want this. So, ich glaube, ich finde das so schöner. Dann haben wir nämlich hier so unseren Garten. Dann ist das halt hier noch so der Vorhof oder so, keine Ahnung. Aber dann haben wir hier noch so einen eingezäunten Bereich. Da machen wir natürlich jetzt noch ein Tor hin, damit man da auch reingehen kann. Komm, wir nehmen das einfach. Das ist süß. Das ist auch von Inselleben. I like it. So, aber jetzt müssen wir die Mülltonne am besten dann aber noch so hinstellen, damit man da noch von außen dran kommt. Und ich glaube, das ist schön so. Das ist doch toll. Oh, ich sehe gerade, das ist auch der gleiche Zaun, den wir da benutzt haben. Ich finde das ganz toll. Dann haben wir nämlich hier jetzt so unseren Garten und dann können wir hier vielleicht auch noch so ein bisschen Spielzeug bzw. so Schaukeln oder sowas für die Kleine bauen. Vielleicht können wir hier sogar noch irgendwann einen Pool bauen. Das wäre doch auch mega geil, wenn wir hier so... Alter, ich mache das gleich wieder weg, aber wenn wir hier dann so ein Pool... Der Plan des Pooles wurde verworfen. So, wie wäre es, wenn du mal ein bisschen gefühlvoll spielst? Bevor du dann deine Freunde anrufst und sie zu dir einlädst. Nina, warum kannst du heute nicht Deutsch reden? Ich weiß nicht. Wow, das war nervig, Nina. Warum bist du so? Okay, jetzt sollten unsere Freunde auch bereit sein. So, Ethan kommt. Samira darf kommen. Tay-Tay nicht. Jace kommt auf jeden Fall. Und Marisol. Und sie soll sich die Uni angucken, aber nein. Hi, wer kommt noch alles? Ethan ist am Start. Übrigens können wir die Kleine nicht präsentieren, weil der Sim dafür dahinter stehen muss. Hatte mir jemand in die Kommentare geschrieben. Also ist so dumm. Oh, guck mal, Ethan. Oh, das ist so süß. Ethan, du Herzblatt. Viele haben auch geschrieben, dass Ethan dann halt so einfach ihr bester Freund sein soll, der sich so auch mit um die Kleine kümmert und sowas. Und ich glaube, das wird jetzt auch erstmal so passieren. So, wir machen jetzt mal Musik an, so damit sich auch alle wohlfühlen. Geh mal zu Marisol und, nee, wir beleidigen sie nicht, sondern wir reden einfach mal mit ihr. Und zwar, hier gibt es so viele neue Dinge. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Erzähl ihr mal die dramatische Geschichte von deiner Geburt vielleicht. Wow, sie scheint wirklich begeistert auszusehen. Dann fragen wir sie einfach mal, was sie von Kindern hält. Wie sie das so findet, dass sie jetzt ein Baby bekommen hat. Ob sie das toll findet. Und sagen ihr, dass sie toll aussieht. Ich habe keine Kinder. Okay. Gut. Baby Daddy. Guck dich Baby Daddy an. Oh mein Gott, Jace. Das Kind stinkt, aber vielleicht hättest du noch die Windel wechseln sollen. Aber Leute, wir verzeihen ihm. Ich meine, er ist ein wie nennt man das nochmal? Frisch gebackener Papa. Da hat er noch nicht so das Gefühl dafür, dass man, wenn eine Windel stinkt, dass man sie vielleicht wechseln sollte. Wow, Samira ist richtig, hat richtig Bock. Die räumt jetzt erstmal so auf, weil sie fühlt sich ja immer so ein bisschen verantwortlich für Katie. Falls ihr euch erinnert, sie war auch mit Katie an Weihnachten in der Kirche und hat sie dann zu sich nach Hause eingeladen. Einfach selbstlos. Und Katie hat sich schon immer gefragt, warum? Warum macht sie das? Warum tut sie das? Ich glaube, wir lassen sie doch jetzt schon altern, weil es ist ja sozusagen wie eine Party jetzt hier gerade. Und ich finde, bei Babys ist das eigentlich so egal.
wie alt die dann sind. Also ich finde die sogar als Kleinkind ein bisschen anstrengender. Aber ich glaube, das ist ein bisschen spannender, wenn sie dann ein Kleinkind ist und nicht mehr ein Baby. Also Leute, habt ihr Bock? Auf geht's! Wir lassen die kleine Maus älter werden. Oh, sie lässt sie noch kurz an der Bobby. Und dann lassen wir die kleine Maus älter werden. Oh, oh! Die kleine Maus hat rote Haare? What? Okay, was geben wir ihr jetzt für ein Merkmal? Ich glaube, Malia wäre ein wildes Kind, weil Katie ist ja auch so ein bisschen wild. Und sie wird viel Zeit draußen verbringen und sowas. Deswegen ist das, glaube ich, ganz gut, wenn sie ein wildes Kind ist. Und Jace hat Malia ein Geschenk geschickt. Es wird bald mit der Post eintreffen. Junge, du bist da. Aber wir werden natürlich jetzt erstmal die erste Maßnahme erstmal in Cheat eingeben. Cast. Full. Edit Mode. Und dann werden wir natürlich erstmal das Umstyling beginnen. Weil was, wie wäre es sonst anders bei mir, Leute? Was erwartet ihr von mir? Also die Augenbrauen sind schwarz, deswegen nehme ich mal an, dass die Haare dann auch schwarz wären. Weil Jace hat ja so dunkelbraune Haare. Und dann machen wir jetzt einfach dann die Haarfarbe von Mama. Leute, ich bin fertig. Endlich. Wow, ich habe schon wieder viel zu lange gebraucht, um so einen kleinen Menschen Outfits zu geben. Aber ich habe es tatsächlich geschafft. Ihr seht jetzt hier vor euch die kleine Malia. Das ist Malia. Ist sie nicht zucker, zucker süß? Ich finde sie so, so niedlich. So ein süßes kleines Mädchen. Das ist ihre Alltagskleidung. Es ist halt alles sehr sommerlich gehalten, ne? Weil ich meine, die leben in Sulani, wo es so ungefähr nie regnet. Okay, jetzt im Herbst wird es ein bisschen regnen, aber trotzdem. Es ist ja fast immer warm. Also sie hat das Outfit, dann hat sie das als formelle Kleidung. Als Schlafkleidung hat sie natürlich einfach nur eine Windel, weil nachts ist es ja meistens sehr warm. Und dann schläft sie einfach nur mit Windel. Und hier haben wir ihre Ausgekleidung, die Schwimmkleidung. Die heiße Kleidung, wie süß ist das bitte mit dem Hut? Ich finde das so niedlich. Und ihre, ja, Regenkleidung, weil kalte Kleidung, also so kaltes Wetter gibt es ja nicht wirklich. Deswegen habe ich ihr so einen kleinen Regenhut gegeben und so. Es clasht ein ganz klein bisschen mit den Haaren, aber ich finde es so süß. Und ich hoffe natürlich, dass sie euch auch gefällt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr ihren Look findet. Lalala. Oh, guck mal, das, die matchen sogar. Katie mit ihrem Bikini und sie mit ihrem Alltagsoutfit. Süß. Was wollen die hier mit Jace plaudern und hochheben? Oh, Leute. Wir haben ein Kleinkind. Ich kann es wirklich nicht glauben. Jetzt müssen wir natürlich noch schnell ein anderes Bett für die kleine Maus kaufen. Das wird jetzt schwierig. Am besten soll das Bett ja trotzdem da stehen. Dann machen wir aber mal das Regal so darüber und den Spiegel dann am besten auch ein bisschen darüber, dass der einigermaßen synchron ist. So, und jetzt gucken wir mal, was ich für ein schönes Bett für die Kleine habe. Übrigens ist mir im letzten Video aufgefallen, dass ich ja dieses Regal hatte und dann habe ich ja gesagt, oh, man kann das, den Buchstaben ja nicht ändern, da muss ich ja mein Kind mit M benennen. Ja, und dann heißt sie tatsächlich Malia. Deswegen können wir theoretisch dieses Regal jetzt noch irgendwo aufhängen, wenn wir dafür Platz hätten. Sieht aber irgendwie alles kacke aus. Das hier sieht am ehesten selbstgebaut aus. So mit diesen Balken und so. Weg mit dem Regal! Ein Planschbecken! Ich meine, es wird morgen oder übermorgen Winter, aber wir brauchen Planschbecken. Wir brauchen dringend ein Planschbecken. Süß! Okay, das machen wir so hier so hin. Dann kann die nämlich da so entspannt in ihrem Sessel hocken, während die da... Okay, man muss immer dabei sitzen, aber trotzdem. Baumhaus für kleine Knips. Oh! Oh mein Gott, das wird hier einfach so ein Kinderparadies. Oh, das ist ja auch voll süß. Vielleicht noch so eine Rutsche. Komm, eine Rutsche ist drin. Wir haben ja gesagt, oder warte, die Rutsche machen wir hier hinten in den Dings. Theoretisch könnten wir hier jetzt auch diesen riesen Spielplatz hinmachen. Aber nein. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob wir den hier platzieren sollen oder nicht. Ich finde es jetzt ein bisschen exzessiv, aber wenn ihr das gerne möchtet, dann können wir das gerne machen. Hier haben wir jetzt auf jeden Fall so eine Rutsche. Die hat sie natürlich im Meer gefunden. Ihr wisst ja, wie das läuft. Und das Planschbecken hat Jace ihr geschenkt zur Geburt oder beziehungsweise zum Geburtstag. Okay, Leute, jetzt ist doch unser Zuhause einigermaßen kinderfreundlich. Oh, wir haben keinen Hochstuhl. Egal. Dann kümmere dich doch mal ein ganz klein bisschen um deine Maus. Emma, wie wär's, wenn du sie einfach einmal knuddeln würdest? Und dann würdest du einfach einmal... Oder warte. Ich hab noch eine Idee. Wir gehen einfach direkt in den Pool.
Malia im Planschbecken setzen. Yes! Und wir reden nicht mit Jace. Oh, das ist cute. So, könnt ihr bitte alle dabei zugucken, wie wir in den Pool gehen? Irgendwie will niemand hier bei uns auf der Terrasse sein, ne? Guckt mal! Oh! Okay, ist ein bisschen kalt schon wahrscheinlich. Nee, ist aber noch warm. Yay! Oh mein Gott. Oh, Katie! Ich finde, Katie ist instant irgendwie so gealtert, oder? Ich weiß nicht, irgendwie ist sie direkt so vernünftig geworden. Ich kann es nicht fassen. Unsere Katie hat tatsächlich hier ihr kleinen Fratz. Jace, gehst du jetzt schwimmen? In deinen Sportklamotten? What are you doing? Die flirten. Wow! Was für eine schöne Entwicklung. Das, wow! Ich finde das irgendwie süß. Vor allem einfach mit den Herzen da im Hintergrund. Das ist echt... Keine Ahnung. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie ihr das, also was ihr davon haltet. Ich finde es richtig niedlich. Also Ethan geht direkt los, weil ich weiß nicht... Also ich glaube, er kann da nicht so gut mit umgehen. Aber ich finde es eigentlich echt niedlich und das ist zuckersüß. Das ist wirklich richtig zuckersüß. Groß werden. Ein Geburtstag in der Familie ist ein guter Zeitpunkt, um sich an gute Zeiten zu erinnern. Okay, Jace ist auch weg. Jetzt ist nur noch unsere Marisol da. Ich sag doch, sie ist eine gute Freundin. Okay, sie ist auch keine gute Freundin. Ich meine, schlechte Freundin kann man das auch nicht nennen. Die waren alle da an dem Geburtstag von der kleinen Maus. Ich meine, sie haben sie gerade kennengelernt. So, hey, hier ist mein Baby. Und plötzlich hat sie schon Geburtstag. Ich hoffe, ihr findet das nicht schlimm. Aber ich finde das einfach mit Kleinkindern dann immer so ein bisschen spannender als mit Babys, weil man da halt echt fast nichts machen kann. Da hoffe ich ja wirklich, dass da nochmal was kommt, dass sie nicht mehr wie Objekte behandelt werden, sondern halt wirklich, ja, Persönlichkeiten sind. Von Geburt an. Wir brauchen noch einen Hochstuhl. Okay, dann holen wir uns jetzt halt doch einen. Ich dachte, ich komme irgendwie drum herum. Hier, der sieht doch aus wie einer, den sie selber gemacht hätte. Vielleicht hätte sie das sogar machen können mit ihrem Schreinertisch, aber ich weiß es jetzt gerade nicht. Und deswegen machen wir das jetzt einfach mal so. Wir geben Malia Essen. Und zwar bekommt die Kleine... was könnte es denn hier zu essen geben? Wahrscheinlich wären es Chips, aber wir haben Erdnussbutter-Gelee-Sandwich, denn wir haben Marmelade selber gemacht und Erdnussbutter haben wir natürlich auch selber gemacht. Och, jetzt lesen wir erstmal ein Buch. Cutie Patooties. Katie, sie sieht nicht so amused aus irgendwie über deine Papageien. Hallo Katie, ich veranstalte eine Wohltätigkeitsparty und lade alle Wohltäter der Stadt ein. Kommst du auch? Bro. Bro, wir haben Kinder. Also ein Kind. Auf das muss ich aufpassen. Willst du sie auch noch da reinsetzen oder wie ist die Lage? Ich weiß ja nicht, wie du so denkst, aber es wäre vielleicht ganz schlau, wenn du sie da einfach reinsetzen würdest. Wir haben auch noch ein Töpfchen vergessen. Oh, Nina, denkst du eigentlich an irgendwas? Gibt es denn da was, was einigermaßen nicht aus dem Meer rausgefischt aussieht? Ich würde sagen, wir nehmen das. Nein. Ja, dann nehmen wir einfach dieses ganz stinknormale. Vielleicht hat Jace ihr das auch mitgebracht, so als Starterpaket. Dann nehmen wir das Orangene und stellen das hier neben Mamas Klo. Amazing. Komm, dann stellen wir das so dahin und dann passt das doch. Dann können wir nämlich danach noch schnell beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Wenn sie aufgegessen hat, lass sie erst aufessen. Weh, du holst sie da raus, bevor sie nicht aufgegessen hat. Wer bist du und was tust du hier? Mann, warum ist das so? Was wollen die Menschen hier? Und das ist diese olle Funz, mit der wir uns eh immer streiten. Ist sie schwanger? Habe ich mich das schon mal gefragt? I don't know. Und sie ist jetzt auch noch ein Umweltsünder. Oh mein Gott, da müssen wir da leider ganz schnell hingehen. Mit Missentat konfrontieren. Ich hoffe, dass das jetzt hier schnell geht mit dem Winkeln. Jetzt geh, bring dich selber ins Bett. Super, tschüss. Okay, die Kleine ist im Bett, dann kann sie sich jetzt hier dann ihre Ofenkartoffel gönnen. Sich einfach mal hinsetzen, sie ist auch mega müde.
Und da wir den Slice of Life Mod installiert haben, sieht man ihr das jetzt auch wieder im Gesicht an. Hier dunkle Augenringe. Yay! Okay. Leute, an dieser Stelle werde ich den Part dann jetzt auch beenden. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und ich hoffe, euch gefällt das auch alles so, was wir mit der kleinen Malia gemacht haben. Also wie sie aussieht und so. Und ihr könnt mir immer noch gerne Story-Vorschläge für ihr Leben in die Kommentare schreiben, da freue ich mich immer sehr drüber und ich liebe es, die Kommentare zu lesen und eure Ideen mit in meine Let's Plays einzubauen, das ist einfach richtig, richtig cool. Vergesst nicht, die Merch auszuchecken, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie ihr ihn findet, das könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was dazu eure Meinung ist und ob ihr euch was bestellt habt oder ob ihr euch was zu Weihnachten wünscht oder so, dann wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder, bis dann, tschüss!